So, hier bin ich nochmal. Eine kleine Ergänzung habe ich für euch. Wenn ihr die 1 drückt, erscheint ja dieses Fenster, Gruppe 1, in Rot. Vielleicht wollt ihr einen anderen Text haben. Dann geht ihr einfach auf diese Datei, zum Beispiel 1AHK, Rechtsklick, Edit Script. Und hier kommt jetzt die sogenannte GUI. Und da steht hier, ups, Gruppe 1. Wenn ich jetzt aus Gruppe 1 zum Beispiel XXXX7 mache, und dann schließen und speichern. Und wenn ich jetzt wieder die 1 drücke, erscheint tatsächlich dieses XXXX. Genau, auditiv habe ich gar nicht bestätigt. Okay, auf jeden Fall. Also ganz einfach zu ändern. Einfach ein Rechtsklick auf Edit Script. Dann erscheint dieses Skript hier. Hier könnt ihr auch die Farbe ändern. Ihr könnt die Schriftgröße ändern, wo der Button positioniert ist. Ihr könnt hier die Größe des Buttons ändern und ihr könnt hier die Tasten ändern. Also, dieses Suspend heißt, dass sie gesperrt sind. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel anstatt dem 0 ein G eingebe, dann wäre die Taste G gesperrt für die Zeit, wo das Fenster aktiv ist. Nicht speichern. Wenn ihr jetzt die Tasten neu belegen wollt, müsst ihr diese Suspend-Dateien ändern, aber auch Edit Script, müsst ihr hier ganz einfach Run, diese Run-Datei oder diese Run-Befehl, Run-C, müsstet ihr jetzt theoretisch die 1 wegmachen und ein F. Wenn ihr jetzt die Taste F drücken würdet, dann wird es losgehen. Was ihr auch machen müsst, bei mir heißt die Datei C, User Ronny Desktop. Dieses Ronny hier müsst ihr natürlich ändern. Wenn ihr Gabi heißt, muss hier Gabi stehen. Also je nachdem, wie euer PC heißt. So. Ich denke, das ist jetzt klar. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt diese Sache ändern wollt, müsst ihr die GUI ändern. Eigentlich ganz einfach. So, also besucht mich auf. Oh, hab's nicht geöffnet, macht nichts. Besucht mich auf www.kreativekiste.de.